und herzlich willkommen zu diesem Beitrag über das Fotofestival Forchheim. Und wer FototV kennt, weiß, wir lieben Fotofestivals, denn es ist die beste Möglichkeit, in dem Thema mal richtig aufzugehen, einzutauchen, Bilder zu sehen, Leute zu treffen, sich selber vorzubilden und so weiter. Und neben dieser allgemeinen Empfehlung für Fotofestivals möchten wir heute eine ganz spezifische aussprechen, nämlich für Forchheim. Und warum das so ist, dafür habe ich einen Gast hier in der Sendung, einen irren Typen, Kai Rogler. Irre deswegen, weil er sich gedacht hat, lass uns ein Fotofestival organisieren. Kai, wie kam es denn dazu? Ja, hallo Marc, danke für die tolle Begrüßung. Wie kam es dazu, das Fotofestival zu organisieren? Bei mir ging es 2017 los, weil in Forchheim die Räumlichkeiten für Ausstellungen relativ rar sind. Und da bin ich recht schnell auf die Idee gekommen, eine Outdoor-Ausstellung zu machen. Und ein zweiter Grund war noch, so ein niederschwelliges Kulturerlebnis zu schaffen. Also für Leute, die jetzt normalerweise nicht in Galerien oder in Museen gehen, die eben auch mit der Fotografie in Verbindung zu bringen und in Kontakt zu bringen. Und dann habe ich eben in Forchheim versucht, in der Innenstadt da was aufzuziehen. Das ging zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Aber ich habe im Laufe der Zeit relativ viele Fotofestivals besucht und habe da viele Kontakte geknüpft, habe ein großes Netzwerk aufgebaut, unter anderem den Christian Popkes kennengelernt. Und da kann man dann schon mal leicht auf die Idee kommen, ein Fotofestival zu organisieren, wenn man ihn kennt. Der geht damit ja auch in Serie. Bist du darauf gekommen, dass wir Forchheims machen, vielleicht mal ganz vorne herangestellt. Wo ist Forchheim? Nicht jeder weiß, wo das liegt. Ja, Forchheim liegt in Nordbayern, in Franken, genauer in Oberfranken, zwischen Nürnberg und Bamberg. Okay, eine Gegend, die fotografisch von dem, was ich weiß, bisher nicht so übermäßig versorgt ist. Und das ist auch toll, dass ihr da diesen Fleck auf der Landkarte füllt. Fotografie in den öffentlichen Raum tragt. Das ist ein Konzept, was wir anderswo auch schon gesehen. Christian Popkes macht es vor in Zingst und in Oberstdorf. Aber auch Fotofestivals wie Baden und so bringen die Bilder immer häufiger nach draußen, raus aus engen Räumen, in großen Formaten und damit wirklich zu den Leuten, an die eigentlich fast nicht mehr daran vorbeikommen, sondern sie sehen plötzlich diese Fotografie und damit ist jeder, der dort vorbeiläuft, gleichzeitig auch Besucher. Und das ist ein toller Ansatz, weil es eben Fotografie so ein bisschen, wie du das gerade gesagt, niederschwellig zu den Menschen bringt und damit Leute auch in Kontakt mit Fotografie bringt, die vielleicht sonst nicht ins Museum reingehen würden. Was hast du dir denn für dieses Jahr für Forchheim vorgenommen? Was wird dort zu sehen sein? Erst noch mal ganz kurz zurück zu deinem guten Punkt, den du gerade gebracht hast. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch festgestellt habe, ich muss zu den ganzen größeren Fotofestivals in Deutschland relativ weit fahren, weil die eben ziemlich an den Rändern von Deutschland sind, wie Zingst ganz im Norden, Oberstdorf ganz im Süden, Duisburg ganz im Westen. Aber es gab nichts in der Mitte von Deutschland, also zumindest nichts Größeres. Und das war also auch ein wichtiger Punkt, wo ich mir gedacht habe, es könnte sich lohnen, bei uns in der Gegend da was zu machen, um die regionale Community da auch mal ein bisschen mit einzubinden. Was wird es in Forchheim geben? Also der zentrale Punkt ist eine Ausstellung im Stadtpark und dieses Jahr dann auch gehen wir auch aus dem Stadtpark raus in die Innenstadt mit großformatigen Drucken von national und international bekannten Künstlern, aber auch von regionalen Fotogruppen, die mithelfen, dieses Festival zu gestalten. Die Ausstellung an sich, die läuft so 5 bis 6 Wochen. Aber es gibt halt ein Eröffnungswochenende, wo die Künstler oder die allermeisten von den Künstlern, die ausstellen, da sind, wo es eben auch Stände gibt vom Leica Store zum Beispiel und von Fuji und noch von anderen. Das ist vom 6. bis zum 8. September. Der 6. September ist ein Freitag, da geht es am frühen Nachmittag los, dass die Stände aufmachen. Das heißt, es bietet sich also an, dass man vormittags anreist, zumindest diejenigen, die von weiter her kommen,
Und dann, wer zu früh da ist, der kann natürlich jederzeit schon die Bilder anschauen, die dann eben hauptsächlich im Park und in der Innenstadt hängen. Aber wir haben diesmal auch das Museum von Forchheim noch bekommen, wo wir Indoor noch Ausstellungen machen können, und die Stadtbibliothek, was die auch so eine kleine Galerie hat. Und da hat man, glaube ich, genug zu tun, wenn man die Bilder alle sehen will, dass man sich das so ein bisschen übers Wochenende dann aufteilen kann. Kannst du mal ein bisschen das ideale Fotowochenende an diesem Wochenende in Forchheim skizzieren für den Fotointeressierten? Weil ich weiß, dass es nicht nur Ausstellungen gibt. Wir müssen auch gleich mal dazu kommen, wer dort überhaupt zu sehen sein wird. Aber du hast gesagt, hast angefangen, am Freitag geht es gegen Mittag los. Und was kann man dann auf deinem Festival alles machen und erleben? Ja, wir haben wieder viele interessante Künstler dabei. Unter anderem die Ola Lohmann stellt Bilder aus, der Norbert Rosing, der Jeremy Hunter ist ein britischer Fotojournalist, der bei uns noch nicht so bekannt ist. Der Andreas Jörns ist da, der Boris Eldachsen, unser großer KI-Papst in Deutschland. Und wen haben wir noch? Den Kai Beermann von Abenteuer Reportagefotografie und Gate 7 Podcast ist der bekannt. Dann haben wir den Lorenz Holder, der macht ganz tolle epische Sportfotografien, war letztes Jahr auch auf der Fotopia auf der Stage. Dann freue ich mich ganz besonders darauf, dass wir von zwei, ich möchte sagen, Ikonen der Fotografie in Deutschland das Erbe weitertragen dürfen, weil die leben leider nicht mehr. Das ist die Anja Niedringhaus und der FC Gundlach. Von beiden werden wir auch Bilder zeigen. Ja, also wenn man sich das mal nur so Revue passieren lässt, was du gerade aufgezählt hast, da hast du das Who is Who und von sehr, sehr bekannten deutschen Fotografen versammelt dort. Vielleicht an der Stelle kurz mal auch für unsere Zuschauer der Hinweis. Ich habe das gehört, wie du dort alles anschleppst, und habe gesagt, Mensch Kai, wir würden gerne diese Fotografen auch in unseren Live-Seminaren zeigen, in unseren Live-Sessions bei Foto.tv. Das passiert bei uns im Programm. Das heißt, wir haben Abende, an denen wir diese Künstler im Vorfeld zu deinem Fotofestival schon mal zu Wort kommen lassen, ein bisschen über sich erzählen lassen, damit Zuschauer bereits zu denen gebrieft sind. Und dann könnten sie sehr gut vorbereitet zu seinem Festival kommen. Und da wäre die Frage, ich weiß, dass du einmal die Ausstellungen aller dieser Menschen dort hast, aber dass es eben auch noch so viele andere Aktivitäten gibt. Kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie würde denn ein Besuch in Forchheim aussehen? Wahrscheinlich am besten an dem Wochenende, wo auch die Fotografen da sind. Also das Programm steht noch nicht komplett. Da wird noch einiges dazukommen, und das kann man dann auf der Webseite vom Fotopark www.fotopark-forchheim.de abrufen, wenn es fertig steht. Wir haben das ganze Wochenende hindurch natürlich die Ausstellungen, die man sehen kann. Wir haben Stände da von verschiedenen Anbietern im Fotobereich. Also das geht Kameras, Objektive, Fotoreisen und solche Sachen. Das geht übers ganze Wochenende. Speziell am Freitag öffnen die Stände ab dem frühen Nachmittag. Und ab dem späten Nachmittag gibt es dann die offizielle Eröffnung mit einer kurzen Ansprache von unserer Bürgermeisterin. Dann werden die Preise von unserem zugehörigen Fotowettbewerb verliehen. An dem Fotowettbewerb kann man, wenn man das Ganze hier rechtzeitig hört, noch teilnehmen. Der läuft unter der URL www.fofofo.de. Und es werden die ganzen Künstler vorgestellt, die da sind und ausstellen. Und im Anschluss ist es dann auch möglich, sich mit den Künstlern ungezwungen direkt bei ihren Exponaten zu unterhalten. Die Künstler sollen auch das ganze Wochenende über möglichst ansprechbar sein für die Besucher. Das hat beim letzten Mal sehr gut geklappt, und ich denke, dass das auch diesmal wieder möglich ist, einen relativ unkomplizierten Kontakt zu den Künstlern zu knüpfen. Der Abend abgeschlossen am Freitag wird durch ein Event mit der Ola Lohmann. Sie wird dort einen Vortrag im Park Outdoor halten. Outdoor, also es ist überdacht. Man muss jetzt keine Angst haben, wenn es das Regnen anfängt. Aber ansonsten ist es wirklich Outdoor mit einer, mit einem großen Zeltdach halt. Am Samstag und Sonntag haben wir Fotowalks, wir haben Vorträge, wir haben
Workshops. Und wir haben zum Beispiel auch, da freue ich mich auch besonders drüber, ich konnte den Andreas Jorns dafür gewinnen, dass er seinen Podcast, Radio Jorns bei uns mal live durchführt. Das hat er auch noch nie gemacht. Am Samstagabend gibt's dann noch einen Vortrag vom Michael Martin. Der wird seinen Terra-Vortrag bei uns ebenfalls im Park Outdoor halten. Also ein toller Misch aus Vorträgen, Begegnungen mit Fotografen. Für mich immer einer der wesentlichen Gründe, zu solchen Fotofestivals zu gehen, dass man mit den Leuten mal wirklich in Kontakt kommt, sie treffen kann, nochmal eigene Fragen stellen. Sich selber fortbilden in entsprechenden Kursen, Fotowalks, mit anderen Leuten sich vernetzen. Ich wiederhole eigentlich, was du gerade gesagt hast, aber ich möchte es nochmal betonen, was für ein tolles Programm ihr da auf die Beine gestellt habt, für das es sich auch wirklich lohnt, den Weg auf sich zu nehmen. Für viele Leute die Möglichkeit, du hast es gesagt, in der Mitte von Deutschland, mal auch mit nicht dem riesengroßen Anfahrt an die Ostsee oder in die Alpen an sowas teilzunehmen. Und damit eigentlich eine sensationelle Gelegenheit, sich ein Wochenende komplett der Fotografie hinzugeben. Genau, sehe ich auch so. Und in Forchheim ist es auch relativ schön, mal zwischendurch eine Pause zu machen. Also es gibt gleich in der Stadt mehrere Brauereien und Möglichkeiten, außen zu sitzen, wenn das Wetter passt. Forchheim ist auch so mal einen Besuch wert. Ist eine mittelalterliche Stadt. Man sagt manchmal auch Klein Bamberg dazu. Das ist ja so eine Erkenntnis, dass Fotofestivals am besten gar nicht in irgendwelchen riesengroßen Städten funktionieren, sondern in mittleren, kleineren Städten, wo alle zusammengepackt werden und wo dann Reibung entsteht, wo man sich trifft, wo man gemeinsam Bier trinken geht, wo man bis in die Nacht hinein diskutiert, wo man gemeinsam fotografiert, wo man gemeinsam Dinge lernt oder tollen Fotografen zuhört, sich mit ihnen trifft. Also ein Misch, der genau das erfüllt, was ein Fotofestival im besten Fall machen kann, nämlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich der Fotografie zu widmen und in Austausch zu treten. Ja, und von daher möchte ich wirklich den Zuschauern das ans Herz legen, mal zu überlegen, ob man das an den Daten, sag's dir nochmal gerade, nicht dabei sein kann. Ja, also 6. bis 8. September ist das Eröffnungswochenende und hinterher die Ausstellungen sind dann noch so gut 5 Wochen zu sehen. Okay, vielen Dank, Kai, dass du dir die Arbeit machst. Es schimmert durch, was das für ein unglaublicher Organisationsaufwand sein muss, das alles auf den Punkt zu bringen, das alles an den Start zu bringen. Vielen Dank, dass du es machst. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen darüber berichtet hast. Und ich würde mich freuen, wenn viele das zum Anlass nehmen, auch mal bei euch vorbeizugucken. Man profitiert von all der Arbeit, die ihr euch da macht. Danke für die kleine Einführung zu Forchheim und bis bald. Ja, danke, Mike.